Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Yes, this will do very nicely. Very nice place you've got. Very chic. Something like a bourgeois bank robber to remind me of how strange Los Santos has become. In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic. Nowadays, it's all about home furnishings and going straight. All right, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something. It's something very big. And it's not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. Du schaust so scheiße. Is a fleece of franchise. And it's nothing too complicated. Hey, gar nicht. Lass mich doch. It would be a buy-in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time I'll cover the upfront costs. Call it the price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count getting locked up or shot. So, you ready? What do you think? You questions, comments, concerns? All right. What are you waiting for? Let's go see this place. Das ist eh das Beste. Ein Hipster und ein Gentleman werden zusammen Bankräuber. Und der Zylinder. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online und wir starten mit dem ersten Heist. Juhu, endlich! Upsa. Okay, oh Gott, was ist denn das für Karre? Oh Gott, ich mach erstmal die Musik aus, ja? Ich kann. Achso, ich bin noch nicht im Auto. erstmal gefailt. Okay, Musik ist aus. Ja, erstmal die Kamera ändern hier so. Okay, also wir dürfen nicht die Polizei auf uns aufmerksam machen. Are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense. Security should be light, well, relatively light. Light if your daydreams are raids on the Union Depository. Quite heavy if your day job is turning over liquor stores and gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like staring at the ocean while you contemplate money and power and incarceration and homicide. You know, all those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew, because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum, right? Okay, well, how about we just get there and see where we're at? Ja, komm, fuck, einer regt mich auf, ey, das ist dauernd labert, ey. Nee, das ist cool, der ist Lester. Ja, im Singleplayer wirst du den noch mögen, Thomas. Ja, ja. There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint. Not much security. Staff won't give a crap. Especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment. Das war's jetzt? Okay, dann. Now, when you hit the bank, you're gonna hack into its security system. I've written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat. I've sent it to your phone.
Oh, danke. Hast du jetzt echt was aufs Handy gekriegt? Ja, ich habe hier gerade was geöffnet. Hey, was muss ich machen? Führe das Signal zum Aus. Lass mal, red ein bisschen lauter. Drücke A, um das Signal zu starten. Benutze L und das Steuerkreuz, um die Richtung des Signals zu ändern. So, ich muss hier kurz cutten. So, warte. Entschuldigung, aber ich muss dich lauter drehen. Oh, noch einmal. Das war ja easy, du, ey. Und das dritte noch. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. Das ist eigentlich recht easy. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verdingst, ne? Und? Ja, geschafft. Okay. Hubbard! The rest is pretty self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. I couldn't resist. Ja, was? Was? Was hast du jetzt gemacht? Ich musste so eine Schaltung da machen, so vervollständigen und so. Okay. Also halt einfach so ein Teil durch so ein Teil bringen. So eine Art Hacking, bildlich ja, simuliert. Art, ja. Ja. Okay. Ja, in der Tat, ja. Ja. Okay, also so. Upsa. Ja. Wir müssen jetzt Lester zu seiner Fabrik bringen, wie es eh da unten steht, und sonst werden wir, glaube ich, Page abholen. Mit Masken. Irgendwie okay. Sowas. Während du ja okay. Schön über den Dialog gelabert hast. Ja, tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Nein, ich verstehe schon, sonst kommt mir überhaupt nicht zum Reden. Ja, das würde die ganze Folge aus Dialog bestehen. Ich muss sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man sonst mit über 60 FPS spielt und jetzt mit gerade mal 30. Tja. Und da sind es auch nur noch 25, alles klar. Also bei mir ist es dauerhaft nur am ruckeln gerade hier, auch wenn ich nicht aufstehe. Alles klar. Dann parken wir mal hier schon. Gut. Darf ich aussteigen? Okay. Hallo Paige. Nein. Alter, was? Alter. Ich will fahren! Ja, mach. Oh, dann steigen wir hier auch mal ein, ne? Musik aus! Ja, du nimmst ja nicht auf. Ja, trotzdem. Okay. Ich will Musik auch aus. Was denn, wenn ich die anmache, ist die bei dir nicht mehr aus. Ja, aber bei mir war sie gar nicht an. Bei mir schon. Sorry. The drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything by that, by the way. She's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Ich mag's nicht, wenn man da so, wenn sie so reden, als wären wir gar nicht da. Das ist gemein. Ja, für die sind wir wahrscheinlich auch nicht da. Erstmal wieder zu meiner Bude. Ja, ja. Oh, guck mal, da steht meine Karre. Nein, gar nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. War einfach. Oh. Ach, das ist deine Garage. Mhm.
Jawohl, ich habe eine... Allzeit bereit. Du hast eine Raubüberfall. Weiter konnte ich nicht lesen. Was auch immer. Vorbereitung bestanden. Alles klar, wie lange nehmen wir auf? Yay! Das war aber so schwer, ey. Also da hätten wir fast verkackt, wa? Ja. Oh, habe ich Platin. Hab ich auch. Was? Ich habe auch Platin. Hä, bei mir steht, du hättest Gold. Echt? Okay, okay. Vielleicht da. Ja. Set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes, the room. Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it. Schreibt ihr gerade auf meiner Wand? Oh nein. Hey, hast du nicht zugehört? Okay. Du hast eben gesagt, die hat den Board aufgehängt. Das sah so weiß aus. Das You're only gonna need one thing for this job. It's a high speed armored car. Okay. Instead of getting one legitimately a nice long paper trail at your front door, jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good, good, good. When you're ready to move on the car, go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, there is an element of that, huh? Whoa. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Alles klar. Also ich habe das so verstanden, dass es immer drei Phasen gibt, oder? Mhm. Wenn du einen Raubüberfall beginnst, gibt es zunächst Kosten zu decken, den Einsatz. Mit diesem Geld werden die nötige Ausrüstung für den Überfall besorgt und andere Spieler entlohnt, die bei den Raubüberfallvorbereitungen mithelfen. Du musst alle hier aufgeführten Vorbereitungsmissionen abschließen, bevor du zum Raubüberfall-Finale übergehen kannst. Einige Vorbereitungen sind vielleicht nicht verfügbar, solange du andere noch nicht erledigt hast. All deine Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Kleidungsstücke für den Raubüberfall werden in diesem Spind angezeigt. Du benutzt diese Sachen bei den Raubüberfallvorbereitungen und im Finale. Sobald der Raubüberfall abgeschlossen ist, werden alle Beweisstücke vernichtet. Alles klar. Wo genau hast du das jetzt gelesen? Links oben im Eck. Ah, da steht nur, bitte warte, bis der Anführer die Einführung für die als Anführer kannst du aus Mitgliedern für Raubüberfälle aus. Kannst du aus Mitgliedern für Raubüberfälle auswählen, wähle daher sorgfältig. Sollte das Spiel mit einigen wähle die Raubüberfall-Vorbereitungsmission aus. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Ja, das. Ja. So, können wir das nächste auch noch machen oder war das da schon das, was zu viert ist? Ich glaube, das können wir auch noch machen. Gut. Und jetzt? Ja, ich muss hier was jetzt machen. Zweitens, Fließerüberfall Kuruma. Krass. Beschafft den Fluchtwagen für den Fließerüberfall. Es befindet sich... Aber warte mal kurz, bei wie vielen Minuten sind wir denn? 17. Da würde ich sagen, machen wir doch hier schon mal Schluss, oder? Schau mal. Ja, stimmt. Sonst muss ich so lange hochladen. Ja. Ja, und kurze Folgen sind immer besser als zu lange Folgen. Finde ich jedenfalls. Ja, da hast du recht. Gut, dann war das die erste Folge, beziehungsweise der erste Teil des ersten Heists. In der nächsten gibt es dann die Vorbereitung. Das heißt, wir klauen jetzt, glaube ich, ein Auto und wir schauen, was sonst noch auf uns wartet. Ja, dann würde ich sagen... Danken wir uns an dieser Stelle fürs Zuschauen und sagen bis zur nächsten Folge, oder? Ja, tschüss. Ciao.